Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. 38 Jahre Whisky habe ich hier stehen. Zugegeben, etwas ungleich verteilt. Ein 8-jähriger Ben Nevis und ein 30-jähriger fetter Kern. Passt das irgendwie zusammen? Nee, nicht so wirklich. Sie kommen beide von Signatory. Beide aus der Unchill Filtered Collection. Beides Fassstärken. Ja, und dann hört es irgendwo auf. Ich fange jetzt erstmal mit den fetter Kernen an und mache dann eine Pause. Keine Sorge, ich schneide das zusammen. Ich schaue dann gleich ein bisschen Fernsehen und dann probiere ich den Ben Nevis. Ich fange extra mit den älteren Malt an, da ich in der Vergangenheit, ich persönlich für mich dieses Gefühl hatte, dass diese jungen Wilden dann in Fassstärke gerade immer natürlich höherprozentig sind und einen dann doch ziemlich vieles betäuben. Und so versuche ich dem ein bisschen zu entgehen. Und die Pause, in der Pause hoffe ich dann, dass dann von dem starken, intensiven Aromen des fetter Kern, ich hoffe, dass sie da sind, dass die sich dann doch so ein bisschen wieder abbauen. Okay, sonst was zu sagen. Ich hole ihn mal raus. Ich habe ihn schon eingeschenkt vor 15 Minuten, 20 Minuten. Hier hinten, das mache ich dann erst später. So. Tun wir die auch mal. Ne, lassen wir mal noch in der Hand. Wenn ich alles richtig gemacht habe, habe ich jetzt schon ein Foto der beiden Flaschen eingeblendet. Also, man merkt jetzt nicht so den Riesenunterschied, sage ich es jetzt einfach mal so. Fetter Kern, jetzt nicht gerade so die Oberhype-Distille und ist ein Highlander, oder? Stand das nicht mal hier früher drauf? Früher stand es doch, meine ich, drauf. Oder ist das bei der Cask Ranch Collection? Da wird doch immer die Region mit angegeben. Naja, ich blende es euch ein. Das ist ja mein Vorteil, kann ich im Nachhinein machen. Zugegeben, ich hatte, glaube ich, einmal hatte ich irgendeinen unabhängigen, jüngeren fetter Kern. Aber das war's dann auch. Warum habe ich mir diese Flasche ausgesucht? 30 Jahre... ist ja schon so ein Alter. Und da musste ich gleich an den Ben Bracken 30 Jahre denken. Das war für mich ja irgendwie so eine Abfüllung. Mensch, guck mal, wie alt der ist. Und das zum umschlagbar günstigen Preis unter 100 Euro. Also zugreifen. Hier habe ich ein Einzelfass in Fassstärke und es kostet 148 Euro. Ist schon ein Wort, aber für 30 Jahre, ihr wisst es selber, ich brauche es jetzt nicht so wahnsinnig breit treten, ist es jetzt vergleichsweise günstig. Und die beiden Abfüllungen auf dem Foto, habt ihr es ja eh gesehen, das sind exklusive Abfüllungen von whisky.de. Ich werde jetzt nicht von denen gesponsert oder so, ich sag's nur extra nochmal dabei, man könnte ja auf die Idee kommen. Nein, ich habe mir das so ausgesucht, weil... ich kann ja gut verstehen, dass ein Shop, und das meine ich überhaupt nicht böse, zusieht, dass man irgendwie für die runden Geburtstage Abfüllungen da hat. Da gibt's immer Kaufinteresse. Ich habe meinem Bruder zum 40. auch eine Jahrgangsabfüllung geschenkt. Aber man kann es ja auch umgekehrt machen. Ich hätte ihm ja auch einen 40er schenken können. Das ist schon jetzt länger her, aber die waren damals dann doch auch schon sehr teuer. Okay, aber hier habe ich dann eben 30 Jahre, 1988, das ist schon ein Weilchen, ne? Da gab es noch BRD und DDR, lang ist das her. Und somit wird, denke ich, so eine Flasche jetzt nicht immer aufgrund des Inhalts gekauft. Und ich wollte jetzt einfach mal rausfinden, ist der Inhalt hier wirklich eher zweitrangiger Natur? Oder ist das ein richtig schönes Hogshead und ich lecke mir gleich die Finger danach. Da bin ich gespannt. So, jetzt stelle ich es einfach mal dahin. So.
58,3. Also da hatte ich schon jüngere Malls, die deutlich mehr Alkohol in ihrer Zeit verloren haben. 221 Flaschen gibt's. Fassnummer 2031. Ich muss jetzt so ein bisschen passen. Ich weiß nicht, was Signatory sonst davon raushaut. Ich habe mal bei Tomic in einem Video, glaube ich, mal einen 18-Jährigen oder 19-Jährigen gesehen, auch von Signatory. Aber sonst, ich habe jetzt mitbekommen, die haben, glaube ich, einen 12er Standard oder sowas rausgebracht vor einiger Zeit. Und dann hört es schon irgendwo auf. Okay. Als erstes Alkohol. Ich hatte heute schon Whisky, keine Sorge. Keine Anfangsschwäche jetzt. Aber 58 ist auch echt nicht wenig, ne? Es wird süß und mein Allgemeinbegriff tropisch. Die typische Ananas muss ich leider erwähnen. Aber da ich gestern beim Eisladen war und ich hatte eine Kugel Mango-Eis, kann ich mir gerade auch Mango vorstellen. Klassisch voller Butterscotch ist da auf jeden Fall drin. Ich muss es erwähnen, auch wenn man den in so ziemlich jedem Whisky hat. Aber er ist hier massiv. Also ich werde ihn gleich auch verdünnen. Ich werde ihn jetzt mal pur trinken. Und ich glaube, er versteckt sich da auch ganz schön noch hinterm Alkohol. Richtig tief einatmen kann ich ihn nicht. Pfirsich, Mango, Ananas und Butterscotch. Von der Nase, erster Eindruck, würde ich sagen, 18 Jahre, 20. Der muss verdünnt werden. Hatte sehr volle, starke Aromen. Ist ähnlich im Bereich, wie ich es jetzt in der Nase hatte. Aber dieser Alkohol, also da hatte ich dann erstmal das Gefühl, deutlich älter als meine 18, 20 Jahre. Ja, der Alkohol macht es so prickelig und wild. Also da muss was dran. Holz ist zu spüren und für ein Hogshead schon recht deutlich, aber nach 30 Jahren, ne, wäre ja auch ein Wunder, wenn es nicht da wäre. Ja, lass mal raus. Obstsalat. Entschuldigung. Hat aufgemacht, wirkt spritziger, nicht vom Alkohol her, sondern so. Obstsalat habe ich jetzt gesagt, so
Na, Traube ist falsch gesagt. So Kiwi ist auch falsch, aber eher... Melone? Ja, Melone, Ananas. Eine Mango wird stärker, oder das, was ich dafür halte. Und der Butterscotch baut ab. Werden wir mal wieder. Habe ich ihn ja schon verdünnt, ich packe gleich nochmal was dran. Meine Zungenspitze ist immer noch betäubt. Die kribbelt. Er hat aber auch eine pfeffrige Note an sich drin. Das ist jetzt nicht der Alkohol. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt angenehmer als eben war. Ja, doch schon ein bisschen. Aber so richtig rund ist das noch nicht. So. Auf der einen Seite habe ich mich auf diesen Malt gefreut, denn ich hatte ja zuletzt so viele dunkle Sherry Malts. Ja, erzähle ich mittlerweile in jedem Video. Aber es ist so. Und so ein Malt erfordert dann doch, finde ich, hört sich jetzt doof an, ein bisschen mehr Arbeit, aber... Es ist schön erfrischend nach diesem dunklen Sherry. Jetzt hat er sich nicht mehr so viel verändert. Früchte werden jetzt leider etwas weniger. Die Eiche wird, finde ich, stärker. Butterscotch im Mund immer noch voll da. Vanille, Karamell. Ja. Und dann kommt eine pfeffrige Note. Also ist, finde ich, nicht nur der Alkohol. Ich will es nicht komplett sagen, dass es nicht der Alkohol ist, aber es ist nicht nur der Alkohol. Und dann merkt man ein lange gereiftes Hogshead. Ob das jetzt der Geschmack von jedem ist, weiß ich nicht. Ich selber finde es ganz interessant. Ich stehe auf stärkere Eichen. Es ist bitter, finde ich. Das Wort ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Es ist aber leicht bitter. Aber finde ich jetzt überhaupt nicht störend. Und sowas. Irgendwie zart-bitter entwickelt sich bei mir nicht. Ich habe jetzt keinen Tabak oder Tee. Eine Vollmilch ohne Zucker. Obwohl ich vorher ja diesen Butterscotch habe, der auch irgendwo süß ist. Aber habe ich dann jetzt, ja, da dann nicht mehr. Ich mache das jetzt mal so. Jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit zum Nachdenken, bevor ich an Nummer 2 gehe. Und dann fasse ich mal hier zusammen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit dem Vetterkern anfangen soll.
Aber das ist auf der einen Seite ja auch das Schöne an unserem Hobby, dass man so Malt von Tag zu Tag entdecken kann. Und das ist genau das, was ich hier vor der Kamera nur bedingt zeigen kann. Ich habe jetzt gerade den Deckel nochmal abgenommen. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Und diese Nase ist schon schön und intensiv. Ich weiß nur nicht, ob die wirklich 30 Jahre so widerspiegeln. Wie gesagt, ich hatte schon andere Hogsheads mit 21 Jahren, 22 Jahren, die irgendwie, boah, vergleichbar waren aus meinen Erinnerungen. Also er braucht auf jeden Fall Wasser. Und für wem so eine Entdeckungsreise was ist, macht er hier bestimmt nichts falsch. Ja. Er ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit einem Ben Bracken 30 Jahre. Also, da liegen dann doch Welten dazwischen. Hier habe ich wirklich, ja, komplexere, vollere und klarer zu erkennende Aromen, um es mal so zu nennen. Und beim Ben Bracken, hatte ich das in der Form nicht. Nicht, dass der jetzt irgendwie schlecht ist, in seiner Preisklasse okay. Aber wenn man ein bisschen mehr ausgeben will zum 30-jährigen Geburtstag, dann hat man hier die Wahl. Oder ich weiß, er ist jetzt nicht, es steht nicht drauf, dass er 30 ist, aber ich hatte es mir rausgesucht, weil das der erste Malt ist, an den ich gedacht habe, als Vergleich. Und zwar der Glenfarclas, die letzte Nummer zum Beispiel, ich glaube, das war dann schon Nummer 23. Das war einer von 1989 und 2019 abgefüllt. Aber das war relativ früh am Anfang des Jahres. Der kann auch nur 29 Jahre alt sein. Und es wird nirgendwo angegeben. Der ist runterverdünnt auf 46 Volumenprozent. Kostet 180 Euro, also 32 Euro mehr. Die würde ich jetzt persönlich ausgeben. Also wenn ich schon bereit bin, so viel Geld auszugeben und da ich diesen Glenfarclas kenne und es ist keine reine Sherry-Bombe, es ist ein schöner Glenfarclas mit einem Sherry-Charakter auf jeden Fall, aber noch viel, viel mehr. Und das ist dann eher was für mich gegenüber diesem fetter Kern. Um es jetzt einfach mal irgendwo auch zum Ende zu bringen. Das soll nicht heißen, dass ich jedem Hogshead den Glenfarclas vorziehen würde. Aber in diesem Fall würde ich es jetzt einfach machen. So als Fazit. Ben Nevis. Vor der Kamera hatte ich erst den 10er und den 10er Cask Strength. Oder wie das dolle. Achso, das Wort soll ich auch nicht mehr sagen, wurde mir gesagt. 10er Fassstärke, diese Sonderabfüllung. Anne, da habe ich jetzt ja, diese Abfüllung hier kostet 54,90 €. Relativ jung. Was haben wir überhaupt? Ich guck mal nach. Jetzt kommen die Flaschen, Dosen. So, die Dosen mal weg. Ich meine, hier habe ich Ex-Bourbon. Ah ja, Bourbon Barrel. Nichts mit Ex-Bourbon. Aber ist ja irgendwie logisch, ne? Erst- oder zweitbefüllt steht nichts dabei. 236 Flaschen. Und zwar mit 63,9 Volumenprozent. Wie gesagt, 8 Jahre. Finde ich vom Preis her schon ambitioniert. Ben Nevis gibt es bei den unabhängigen Abfüllern genug. Ja, wo ich den 10er in der Fassstärke probiert hatte, habe ich es ja, glaube ich, so ein bisschen erzählt. Irgendwie so ein gescheites Programm mit eigenen Abfüllungen haben die ja nicht. Und irgendwie ist wohl auch nicht so ganz klar, was der Eigentümer mit denen so vorhat.
So, ich nehme den jetzt mal. Generell haben mir die Ben Nevis Abfüllung, die ich bis jetzt probiert habe, geschmeckt. Und ich habe diese jungen Ben Nevis Abfüllungen schon häufiger gesehen. Und da habe ich mich gefragt, eignen die sich dafür, die so jung abzufüllen? Ja, der Sache wollte ich auch mal auf den Grund gehen. Deshalb habe ich mir noch diese Flasche ausgesucht. Ich auch verdünnen, auf jeden Fall. Aber ich hab gleich dieses blumige, leicht erdige Kräuter mit drin. Dazu habe ich hier eine relativ frische Malznote. Also sehr intensiv. Auf jeden Fall. Und das im unverdünnten Zustand. Ich werde jetzt gleich mal ganz leicht dran nippen. Apfel, aber so ein voller Apfel. Also jetzt nicht so ein grüner, säuerlicher. Ich nehme mal ganz leicht. Oh, der hat aber eine Aromenfracht. Können wir ja vorstellen, wenn nur Bourbon Barrel draufsteht, dass das auch ein erstbefülltes ist. Macht Signatory bei, ja, bei den Sherry Butts schreiben sie es drauf, ne? First Fill. Glenn Farkless, da kommt das jetzt gerade her. Die schreiben einfach nur Butt drauf. Und die, wenn einfach nur Butt draufsteht bei den Family Cask Abfüllungen, dann sind die doch häufig sehr, sehr dunkel, dass es ja, mir so vorkommt, als wären es dann eben erstbefüllte. Außerdem finde ich nie die Bezeichnung erstbefüllt, sondern dann erst eben zweitbefüllt. Also starken Eindruck hat er gerade gemacht. Aber bei knapp 64% tun wir mal ein bisschen Wasser rein. Also, erste Nase. Ich weiß gar nicht, ob sie auch runter verdünnt dann gibt. Die Unchill Filtered Collection ist ja normal, wird normal mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Und das sind ja hier so Sondersachen in dem Sinne. Ob es die auch mit 46 gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe sie dann meistens in Fassstärke gesehen. Bin mir schon ziemlich, also ziemlich sicher, dass ich die schon häufiger gesehen hatte und deshalb war ich so ein bisschen neugierig darauf. Parfüm ist falsch, so ein bisschen wie wenn man in so einen Blumenladen kommt. Blumenladen und gleichzeitig in den Wald irgendwie. Blumenladen, Wald. Ja, mein Gott. Oder wenn eine Frau mit einem verführerischen Parfüm vor einem hergegangen ist. Ich weiß, da gibt es jetzt viele, aber. Also wenn eine das drauf hätte, würde ich hinterhergehen, würde ich ansprechen, ja. Es ist nicht nur Malz da, sondern auch klassisch Vanille, Karamell, um es zu erwähnen. Und das wirklich voll, also deshalb bin ich so ein bisschen.
auf dem Trichter, dass es ein sehr, sehr frisches Ex-Bourbon-Fass war. Also erinnere mich schon so ein bisschen an so Crème Brûlée, auch wenn ich das jetzt bestimmt auch wieder falsch ausspreche. Nur eben irgendwie mit einer floralen Note. Mein lieber Herr Caballo, also was mich so ein bisschen stört, ist der schnelle Abgang. Klar, ich hatte eben 30-jähriges Hogshead, ist mir auch bewusst. Aber das ist jetzt schon eine gute Stunde her. Wenn ich jetzt hier nicht so viel, wie soll ich sagen, starke Butterscotch-Noten hätte und den Alkohol, der eine ganz schön pfeffrige Note daher spült, muss mir ja fast schon eine Träne hier wegwischen. Dann wäre da sofort Ende. Also ich glaube, mit 46 Volumenprozente, na, kann es funktionieren. Aber ich glaube nicht mehr so gut. Na, so toll. Im Mund am Anfang auch toll. Und dann fehlt mir persönlich etwas. Gucken, noch ein bisschen Wasser dran. Schauen wir mal. So, mal ein bisschen mehr genommen. Also generell ja, ich kann nachvollziehen, warum man den Ben Nevis mit 8 Jahren abfüllt. Generell funktioniert das. Also ich kenne oder hatte schon andere Malts, wo ich dachte, Mensch, musste das jetzt sein? Meine Blüten, Blumen ist vielleicht auch so ein bisschen, klar, Blumen haben Blüten, aber auch so im Frühling, wenn die Obstbäume blühen. Eine wirklich sehr irre Note, um es mal so zu beschreiben. Diese Malzigkeit dabei, vielleicht einfach auch wegen diesem jungen Alter, so ein bisschen was von, na, Brotteig. Aber da ist dann wieder diese Blütenparfümnote dabei. Verwirrend. Es ist schon eine leichte Eiche da, um Gottes Willen. Aber die muss man schon bei dieser üppigen. Ja, er ist recht. Also ich habe mir jetzt schön verdünnt. Ich denke, dass ich jetzt 52, 53% habe. Vielleicht auch eher 55. In diesem Zustand ist er auch sehr cremig. Mundbelegend. Am Anfang war er viel kribbeliger. Dann habe ich wirklich Vanille, Karamell sehr intensiv, auch leicht diese floralen Noten und die unterdrücken das bisschen Eiche sogar noch. Plus eben ordentlich Schub. Nochmal hier, wenn da eine Träne ist, nochmal wegmachen. So. Für mich, kleiner Abzug in der B-Note, ist der Abgang. Da würde ich mir wünschen, dass sie diese Fässer hoffentlich genug von haben, dass sie die auch mit 12 Jahren oder vielleicht mal 14, 15, sieht man so selten bei Signatory, entweder irgendwie 12 Jahre, 13, dann ist Schluss und dann fängt es meistens erst irgendwie gefühlsmäßig ab 18, 19 wieder an. Oh, so. Ja, was wollte ich noch sagen? Also so ein Ben Nevis ist irgendwie immer interessant. Und wer noch keinen getrunken hat, sollte es mal machen.
Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das euer Lieblingsmalt wird. Aber wer sich generell, wer jetzt nur einfach seinen Lieblingsmalt sucht oder seine Lieblingsbrennerei, für den ist das jetzt nicht so kriegsentscheidend. Aber wer einfach diesen schottischen Whisky-Kosmos besser verstehen will und die einzelnen, naja, Unterschiede der Regionen und Brennereien kennenlernen will, ist das, finde ich, faszinierend. Ganz leicht, also er hat in meinen Augen jetzt nicht diese wachsigen Noten wie ein Kleinisch, aber so ein bisschen, nur um es so annähernd, wer vielleicht schon mal ein Kleinisch hatte, aber noch kein Ben Nevis, irgendwie zu verorten, so ganz leicht, sonst wüsste ich überhaupt nicht, womit ich es vergleichen würde. Ja, wie gesagt, Preis finde ich ambitioniert für einen Achtjährigen. Und dafür kriegt man auch Glenlivet 46 Volumenprozente, 10, 11 Jahre, sind dann Sherryfässer, darum geht's mir gar nicht. Ja, auch von Signatory, ne? Meine ich nur. Puh. Eine ganze Flasche ist der Glenlivet auf jeden Fall gefälliger als dieser Rabauke da hinten, weil den, da muss man dran arbeiten, da muss man wirklich das Verdünnen ein bisschen, was heißt üben, aber rausfinden, wie viel er wirklich braucht. Ja, zwiegespalten mal wieder, und das finde ich schön, habe ich gerne bei meinen Ergebnissen. Ihn würde ich gerne noch länger trinken, aber dafür ist mir die Flasche ein bisschen zu teuer. Der müsste, oh, ja, auch wenn ich ein Knauser bin, der müsste noch ein bisschen günstiger sein, damit ich ihn, glaube ich, so richtig mir nehmen würde und so eine halbe Flasche trinken würde über einen längeren Zeitraum. Ben Nevis mit 8 Jahren brauche ich jetzt, wie gesagt, nicht. Zum Erfahrung sammeln finde ich das super. Ich hätte ihn gerne mit 12 Jahren mal. Also als Ansporn an Signatory, mach das doch mal für mich. Würde ich mich freuen. Um Gottes Willen, jetzt hebt der auch schon ab, ne? Okay, liebe Freunde, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.